Ich begrüße Sie zu TV Allgäu Nachrichten am Montag. Heute haben wir unter anderem diese Themen im Programm. Mit Gesundheit Touristen anlocken. Allgäu GmbH startet Planungsphase für dreijähriges LIDA-Projekt. Betroffene zu Beteiligten machen. Die Bergwaldoffensive kämpft um ihren Erhalt. Und Golf mal anders. In Ofterschwang werfen Elite und Nachwuchs beim Disc-Golf mit Scheiben. In Deutschland werden jedes Jahr rund 240 Milliarden Euro für Gesundheit ausgegeben, Tendenz wohl steigend. Rund 40 Milliarden davon geben die Menschen selbst aus, beispielsweise für Wellnessaufenthalte. Ein Teil des Geldes fließt auch ins Allgäu. Ziel der Allgäu GmbH ist es nun, den Anteil in den kommenden Jahren zu steigern. Dafür hat sie jetzt Gelder aus dem EU-Förderprogramm LIDA erhalten. Weitere Einzelheiten von Steffen Konrad und Thomas Kehrer. Symbolträchtig, so könnte man den Termin in Bad Wörishofer Kneippianum zusammenfassen. Der Anlass für das Treffen, die Allgäu GmbH will rund 460.000 Euro dafür ausgeben, die gesamte Region als Gesundheitsdestination auszubauen. Die EU wird davon etwa 231.000 übernehmen. Diese Nachricht wurde heute vom Amt für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten offiziell überbracht. Also zum einen ist es so, dass wir für diese Gesundheitsregion natürlich auch jemanden brauchen, eine Person, die das Ganze managt, koordiniert. Es sind ja viele Landkreise, Betriebe dabei. Das heißt, ein großer Teil geht in das Projektmanagement. Dafür ist ja die Frau Weisinger dann ausgesucht worden. Das ist das eine. Zum anderen geht es natürlich aber auch um Qualifizierung für die Betriebe, für die kommunalen Einrichtungen, sich für dieses Thema Gesundheitstourismus auch fit zu machen. Also das sind einmal so zwei wesentliche Punkte. Und zum Schluss wird es natürlich auch um Thema Öffentlichkeitsarbeit, Marketingmaßnahmen gehen. Wir werden drei Leitproduktbereiche entwickeln, Alpine Wellness, Medical Wellness und im Bereich Kur und Reha. Für jeden dieser Leitproduktbereiche gibt es drei Entwicklungsgruppen, und wir werden uns ganz oft zu Workshops treffen, das heißt organisieren von den Workshops vor, nachbereiten. Wir haben noch ein externes Beratungsunternehmen dabei, abstimmen, Zeitpläne machen. Genau, und dann halt nebenher diese Netzwerke aufbauen, auch wieder viele Arbeitstreffen, viel telefonieren. Ganz neu ist die Überlegung dafür nicht. Allerdings hat es bisher niemand geschafft, alle Beteiligten dazu zu bringen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen. Der Wunsch und die Idee ist schon relativ lang, wir haben es heute schon gehört. Mindestens 10 Jahre, gefühlte 50 Jahre arbeitet man an diesem Thema. Aber irgendwann gibt es halt dann den entscheidenden Fortschritt, die entscheidende Bewegung, dass man es dann auch hinbekommt. Da stehen wir heute sicher auch noch am Anfang. Ich habe schon lange dafür geworben, dass das Allgäu das umsetzt, was es eigentlich schon ist, nämlich eine Gesundheitsregion. Und jetzt sollte man mit zusätzlichen Mitteln auch den Menschen klar machen, dass man im Allgäu etwas für die Gesundheit tun kann. Wenn ich an das Thema demografischen Faktor denke, Verlängerung der Lebensarbeitszeit, dann müssen die Leute heute etwas tun. Prävention ist die große Herausforderung und das Allgäu ist bestens aufgestellt. Wir müssen es bloß richtig an die Menschen ranbringen. Das Projekt ist auf die Dauer von 3 Jahren angelegt. Dann endet die Förderung. So lange hat die Allgäu GmbH nun Zeit, die Region im Gesundheitsbereich voranzubringen. Mit dem Klimaprogramm 2020 sind viele Maßnahmen verbunden. Eine, die besonders fürs Allgäu an Bedeutung gewinnt, ist die Bergwaldoffensive. Mit ihr sollen Berghänge aufgeforstet werden. Dabei geht es aber nicht nur darum, den Baumbestand zu erweitern, sondern auch die Gemeinden vor Lawinen und Steinschlägen zu schützen. Gegen Ende dieses Jahres läuft die Offensive aus. Jetzt wollen die Betroffenen und Beteiligten sich dafür einsetzen, dass das Programm fortgesetzt wird. Madeleine Regler und Jonas Strobel haben sich in Hinterstein umgeschaut, was die Bergwaldoffensive hier in den letzten Jahren geleistet hat und wie es künftig weitergehen soll. Betroffene zu Beteiligten machen. Das ist nur ein Ziel, das sich die Bergwaldoffensive in den letzten Jahren gesteckt hat. Sie kümmert sich auch um die Aufforstung des alpinen Waldes sowie um den Schutz der Bevölkerung vor Naturkatastrophen. Die Bergwaldoffensive ist ein Sonderprogramm der Bayerischen Staatsregierung im Rahmen des Klimaschutzprogrammes 2020. Ein Programm für die Forstverwaltung. Mit diesem Programm möchte die Forstverwaltung vorbeugend in den Berg- und Schutzwäldern die Schutzfunktionen aufrechterhalten, also vorbeugend die Schutz- und Bergwälder pflegen, so pflegen, dass sie über lange Jahre hinweg ihre Aufgaben auch noch gut erfüllen können. Damit das gegeben ist, setzen sich alle Beteiligten immer wieder an einen Tisch. Dort werden dann alle Probleme analysiert, einzelne Punkte diskutiert und letztendlich Maßnahmen ergriffen. Mit dem Programm hat sich im Bergwald in Hinterstein bereits einiges verändert.
Also es hat sich in den letzten Jahren hier sehr, sehr viel getan. Sehr, sehr viel getan. Vor allem natürlich in Bezug auf die Verjüngung. Die hat sich gewaltig entwickelt. Das kann sich die Jagdgenossenschaft und die beteiligten Jäger, die hier auf diesen sehr, sehr steilen Hängen zugange waren, das können sie sich wirklich auf ihre Brust heften. Das war gewaltige Arbeit, die hier geleistet worden ist. Geschafft hat das die Jagdgenossenschaft mit ihrem Durchhaltevermögen. Sie ist sich bewusst, dass der Anbau von Schutzwäldern gerade in alpinen Lagen schwierig ist. Wir brauchen einen langen Atem in diesen Bergwäldern und wir müssen vorbeugend in diesen Bergwäldern arbeiten, damit diese Maßnahmen auch zielführend sind. Die brauchen lange in den Bergwäldern. Und diese dunklen Wolken, so hoffen wir, so hat sich der heutige Tag gezeigt, es waren ja Politiker mit dabei, werden wohl bald verziehen und wir hoffen, dass aus den dunklen Wolken bald wieder die Sonne erscheint. Zum Ende des Jahres läuft das Programm aus. Ob die beantragte Fortsetzung genehmigt wird, steht noch nicht fest. Im Bayerischen Landtag wird aber bereits über die Zukunft der Bergwaldoffensive diskutiert. Es werden Verhandlungen geführt und wenn es fortgesetzt wird, geht es darum, dass auch dieses Projekt wieder mit dabei ist. Und wenn das Klimaschutzprogramm je, was ich mir zwar nicht vorstellen kann, eingestellt werden sollte, tatsächlich auslaufen würde 2011, dann muss eben eine anderweitige Finanzierung aus Haushaltsmitteln des Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sichergestellt werden. Der Landtagsabgeordnete Eberhard Rotter setzt sich besonders für den Erhalt der Bergwaldoffensive ein. Was in der Vergangenheit geleistet worden ist, weiß er zu schätzen. Das ist etwas, das in 3 Jahren sehr gut angelaufen ist, wo sich die Waldbesitzer, die Kommunen, die Forstleute, die Jäger intensiv damit beschäftigt haben und das jetzt natürlich fortgesetzt werden muss. Zum Jahreswechsel soll die Entscheidung fallen. Dann wird man sehen, ob noch weitere Bäume den Bergwald in seiner Funktion unterstützen werden. Weitere Informationen zum Thema finden Sie im Internet unter www.bergwald-offensive.de. Eigentlich wollte eine 49-Jährige nur ihre Katze retten, doch dann brauchte sie selbst Hilfe. Die Katze der Oberallgäuerin hatte sich hinter dem Sofa versteckt. Als die Frau das Tier hervorholen wollte, verlor sie das Gleichgewicht und kippte mit dem Kopf voran zwischen Sofa und Zimmerwand. Weil sich die Frau nicht selbst befreien konnte, rief sie um Hilfe. Die Nachbarn verständigten daraufhin die Rettungskräfte. Die Feuerwehr rettete die eingeklemmte Frau aus ihrer misslichen Lage und befreite auch gleich die Katze. Die nahm die 49-Jährige überglücklich in Empfang. Und gleich haben wir weitere Meldungen aus der Region für Sie in Kompakt. Seine Majestät, Ludwig II., König von Bayern. Ein neuer König auf dem Thron. Lasst eure Herzen jubilieren. Der König kommt, der König bringt der neue Ludwig II., das Musical. Jetzt in der Big Box Allgäu. Nicht die Jahre in unserem Leben zählen, sondern das Leben in unseren Jahren. Herzlich willkommen in der Hafner Villa. Wir bieten all denjenigen ein Zuhause, die unsere tägliche Unterstützung und professionelle Betreuung benötigen. Besuchen Sie uns, wir freuen uns auf Sie. Gesundheit in besten Händen bei Ihrer AOK Bayern. Wertvolle Informationen zu Ihrer Gesundheit. Vom Säugling bis zum Senior, von Schwangerschaft bis Pflege. Experten der AOK geben Ratschläge für die ganze Familie. Der AOK Gesundheitstipp. Jede Woche in Ihrem regionalen TV-Programm. TV Allgäu, Ihr regionaler Mediendienstleister. Wir sind Ihr Ansprechpartner für Filmproduktionen jeder Art. Egal ob Image oder Messefilme. Werbung. Video fürs Internet. Oder die Dokumentation Ihrer Veranstaltungen. Wir machen aus Bildern, die bewegen, bewegte Bilder. TV Allgäu. Mehr als Fernsehen. Kompakt am 11. Juli.
Das Unwetter gestern Abend hat zu zahlreichen vollgelaufenen Kellern und umgeknickten Bäumen im Allgäu geführt. Der Landkreis Lindau sowie das westliche und nördliche Oberallgäu waren am stärksten von der Gewitterfront betroffen. Polizei und Feuerwehren kamen hier 21 Mal zum Einsatz. Personen wurden aufgrund des Unwetters nicht verletzt. Eine abschließende Bilanz der Sachschäden liegt noch nicht vor. Bei einer Bergwanderung im Gebiet des Gründen ist am Freitagabend eine 23-jährige Frau mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Gegen 18 Uhr verlor die Wanderin am Giggelstein den Halt und stürzte etwa 10 Meter in die Tiefe. Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf ab. Zur Suche der Verletzten wurden ein Rettungs- und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Die Frau konnte schwer verletzt geborgen werden und wurde anschließend in eine Spezialklinik geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache hat die alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums übernommen. Auf der B308 Durach Richtung Eumittelberg ist heute Morgen auf Höhe Sulzbrunn ein LKW von der Straße abgekommen und umgekippt. Dabei wurde der Fahrer im Führerhaus eingeklemmt und musste von den Männern der Freiwilligen Feuerwehr geborgen werden. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der Fahrer in einer langgezogenen Linkskurve von der Straße abgekommen. Die B308 war wegen der Bergungs- und Aufräumarbeiten bis 17 Uhr in beiden Richtungen komplett gesperrt. Ein 23-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Unfall am Freitag in Memmingen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Der Motorradfahrer war einem vorausfahrenden PKW ins Heck gefahren, nachdem dieser verkehrsbedingt hatte anhalten müssen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde dem Motorradfahrer von Ersthelfern vor Ort vorbildlich Erste Hilfe geleistet, so die Polizei. Der Mann wurde bei dem Unfall an der Arterie verletzt. Zwei 14-jährige Mädchen sind am Wochenende in Füssen mit einer Alkoholvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Eines der Mädchen musste auf der Intensivstation behandelt werden. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurden die beiden von zwei 17- und 19-Jährigen mit Schnaps betrunken gemacht. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz. Noch bis Ende August wird es auf der B12 zwischen Kaufbeuren und Buchloe nahe Jengen zu Behinderungen kommen. Grund dafür ist der dreispurige Ausbau der Bundesstraße. Auf insgesamt gut 4 Kilometern Länge soll der Verkehr dann auf einer zusätzlichen Fahrspur fließen. Gleichzeitig werden wir bis Ende August auch den unmittelbar südlich angrenzenden überbreiten Abschnitt, sogenannte B2Ü-Abschnitt, in dreispurig ummarkieren, sodass dann der Kraftfahrer ab Ende August durchgehend ein wechselseitiges 2+1 System mit wechselseitigen Überholmöglichkeiten vorfindet. Es war immer klar, dass das der erste Schritt ist und der war auch vereinbart und insofern löst der Freistaat Bayern heute sein Versprechen ein, dass die B12 dreispurig durchgängig von Buchloe bis Kaufbeuren ausgebaut wird und der nächste Schritt, auch der ist abgesprochen, wird sein, dass man beim Bund den vierspurigen Ausbau anmeldet. Es geht hier um den Bedarfsplan für die Bundesstraßen und der wird vom Bundestag voraussichtlich 2015 entschieden. Wenn wir da reinkommen und in den vordringlichen Bedarf aufgenommen werden, dann können wir innerhalb der nächsten 5 Jahre dann mit dem Bau rechnen. Die Kosten für den dreispurigen Ausbau allein werden in diesem Abschnitt bei rund 3,3 Millionen Euro liegen. Mit der Verbreiterung kann das Allgäu aber auch besser an die Regionen München und Augsburg angeschlossen werden, so die Vertreter der Politik. In Memmingen sind am Freitag Abt Primus Notker Wolf und der IHK-Ehrenpräsident Hans Heibel mit dem EU-Merité-Preis ausgezeichnet worden. Der Preis wurde von der Firma Magnet Schulz ins Leben gerufen und ist mit 10.000 Euro dotiert. Mit dem Preis werden Ethik im Alltag, ein gelebtes Bekenntnis zu Europa und die Achtung der sozialen Marktwirtschaft ausgezeichnet. Das waren die Meldungen vom Montag und jetzt schauen wir noch aufs Wetter. Top-Marken zu Fabrikverkaufspreisen im Allgäu-Outlet in Sonthofen. Viele Artikel bis zu 70% reduziert. Outlet-Shopping für die ganze Familie und jeden Geldbeutel. Die Nacht zum Dienstag wird klar und trocken. Die Temperaturen liegen bei 12 Grad am Alpenrand und 16 Grad am Bodensee. Den Dienstagvormittag über scheint dann meistens die Sonne. Bei blauem Himmel steigen die Temperaturen kräftig an. Im Unterallgäu erreicht das Quecksilber 21 Grad.
Durch den Föhn klettern die Temperaturen am Nachmittag auf 28 bis 30 Grad. Der Dienstag wird damit der heißeste Tag der nächsten ein bis zwei Wochen. Gegen Abend ziehen zwar Wolken auf, es bleibt aber trocken. Der Mittwoch bringt mit heftigen Gewittern und Starkregen Abkühlung mit sich. Das Thermometer zeigt maximal 24 Grad. Auch der Donnerstag wird regnerisch, die Temperaturen sinken auf 18 Grad. Am Freitag ist dann nur eine vorübergehende Wetterbesserung in Sicht. Der Straubinger Daniel Brandz hat das ATP Challenger Turnier in Oberstaufen gewonnen. Er triumphierte mit 6:4 und 7:6 über den Ravensburger Andreas Beck. Es war das erste Finale in der Geschichte des Oberstaufen Tennis Cups, das zwischen zwei Deutschen ausgetragen wurde. Der 23-jährige Daniel Brandz ist nun der zweite Bayer nach Dieter Kindelmann aus Bleichach, der das bedeutendste Tennisturnier der Region gewonnen hat. Das Doppelfinale gewannen die beiden Vorarlberger Martin Fischer und Philipp Oswald. Der FC Memmingen hat sich in seinem ersten Testspiel am Freitagabend gegen den 1. FC Sonthofen mit einem 0:0 zufrieden geben müssen. Trainer Esat Karic brachte in der Partie gegen den Landesliga-Aufsteiger 18 Mann zum Einsatz. Denn die Konzentration des FC Memmingen liegt derzeit auf dem Spiel gegen den FC Augsburg. Anpfiff der Begegnung ist morgen Abend um 19 Uhr. Golf, das spielen viele. Doch Disc-Golf? Davon haben die wenigsten von uns schon einmal gehört. Vom Prinzip ist es aber ganz einfach. Eine Frisbee-Scheibe muss in einen Korb geworfen werden. Das klingt an sich ganz einfach. Doch macht man das Ganze auf eine größere Distanz oder im Wald, sieht es schon ganz anders aus. Einer, den das aber nicht entmutigt, sondern vielmehr antreibt, ist Emanuel Kroll. Der Allgäuer spielt seit einem Jahr Disc Golf. Meine Kollegen Melanie Müller und Manfred Fiener haben ihn getroffen. Das ist der schönste Klang für einen Discgolfer, wenn die Scheibe im Korb landet. Dass sie dort landet, ist aber alles andere als leicht. Nicht nur sind Abwurfzone und Ziel oft über 150 Meter entfernt, auch kleinere Hügel, Bäume und nicht zuletzt der Wind erschweren das Vorhaben. Doch gerade darin liegt vielleicht auch der Reiz beim Discgolf. Auch Emanuel Kroll war schnell begeistert. Es kam dazu, wir haben das einfach mal so erfahren, dass das hier oben ist. Das war vor 2 Jahren, waren wir gerade am Abschlusstag hier oben. Und ja, und da hat es so angefangen, weil da hat man gesehen, die Scheibenwerferei, das macht eigentlich schon Spaß. Ja, und so nach und nach waren wir dann ein paar Leute und haben gesagt, cool, und haben uns die eigenen Scheiben gekauft und ja, haben festgestellt, das ist ein schöner Sport. Die Regeln sind simpel. Los geht es auf jeder Bahn an der Abwurfzone. Alle weiteren Würfe dürfen dann immer von da geworfen werden, wo die Scheibe zuvor gelandet ist. Gezählt werden, wie beim normalen Golf, auch die benötigten Versuche. Gewonnen hat der mit der niedrigsten Punktzahl. Wichtig dabei, die Wahl der richtigen Disc. Denn hier gibt es kleine Unterschiede, die aber eine große Wirkung haben. Genau, das kann ich dir mal zeigen. Jetzt fangen wir mal an, zum Beispiel mit einem für die weiten Würfe. Das sieht man, die haben einen ganz flachen Rand. Sollten, wenn man die halbwegs werfen kann, relativ schnell fliegen. Und das ist eigentlich, damit kommt man weit, wenn man es kann. Dann gibt es die nächste Variante. Das ist dann so für die mittleren Distanzen. So zwischen 50, 60 Meter rum, sage ich mal. Da ist der Rand schon auch noch relativ flach, aber im Verhältnis sieht man es, glaube ich, auch, ist nicht ganz so extrem und es ist halt mehr für die Präzision. Und dann gibt es halt logischerweise auch noch den zum Putten. Ist halt, ja, für die Approaches so zwischen 10, 20 Meter sowas kann man die hernehmen und ja, man sollte reinhauen, wenn man kann. Wie das die Großen der Szene so anstellen, das zeigten sie hier in Ofterschwang beim Allgäu Limited Turnier. Ins Oberallgäu gekommen sind sie wegen Paul Davis. Er ist seit Jahren ein begeisterter Discgolfer. Wir haben also ein bisschen Glück gehabt, einer von unseren regulären Spielern, Morgan McDowell aus den USA. Er ist einfach begeistert von dem Parcours und er sagte zu mir, ja, das wäre toll, wenn ich einfach meine Kumpel einladen könnte und eine Runde spielen. Wer ist deine Kumpel, habe ich gesagt. Und er war, ja, David Fellberg, Weltmeister. Passt. Einmal mit den Vorbildern ein Turnier zu spielen, das ist für die jungen Nachwuchsspieler ein besonderes Erlebnis. Denn gerade bei schwierigen Würfen helfen die Profis mit Tipps weiter. Von einer angespannten Wettkampfatmosphäre keine Spur. Nee, ich glaube, geht ja hauptsächlich um den Spaß. Und man freut sich, wenn der andere einen tollen Wurf macht, steht man daneben und sagt, cool, schön. Und Wettkampf, nee.
Das muss nicht sein, das können sie woanders machen, aber so soll Spaß machen, steht im Vordergrund. Um das auch anderen zu zeigen, will Paul Davis die Besten der Besten im kommenden Jahr wieder ins Allgäu holen. Nach dem GT Masters Rennwochenende belegt das Team Abt Sportsline aktuell den zweiten Tabellenplatz. Das Liqui-Moly-Team Engstler liegt auf Platz 3. Die beiden Alpina BMW vom Engstler-Team konnten bei den Rennen nicht in die Punkte fahren. Margaritis und Lunardi kamen am Sonntag zwar als Achter über die Ziellinie, erhielten jedoch eine Zeitstrafe. Das Auto von Sprengler und Plenagel sorgte im Sonntagsrennen für Schreckmomente. Plenagel fuhr ins Kiesbett und schoss hinter die Absperrung. Er blieb bei dem Unfall unverletzt. Mies und Ludwig vom Abt-Team wurden am Samstag 9. und am Sonntag 4. Das zweite Abt-Auto schaffte am Sonntag den Sprung von Startplatz 18 auf Platz 5. Der Börwanger Richard Speiser belegt bei der Motorrad-Langbahn-WM erstmals den zweiten Platz in der Meisterschaft. In Finnland wurde der 24-Jährige zwar nur Fünfter beim Motorradrennen, durch seine gesammelten Punkte steht er nun aber in der Weltrangliste mit 4 Zählern vor dem drittplatzierten Stefan Katt. Die bayerische Elite im Beachvolleyball hat sich am Wochenende in Kempten zu den Beachmasters getroffen. Mit dabei auch die beiden Lokalmatadoren Jens Büsow und Jonas Obermeier vom TV Kempten. Bereits zum 6. Mal fanden die Masters heuer im Allgäu statt. Das Besondere daran ist, dass es eigentlich das größte Beachvolleyball-Event in Bayern ist. Nach der Bayerischen Meisterschaft, das heißt, wir haben ein A-Plus-Turnier, das Beach Masters. Es kommen nicht nur die bayerischen besten Spieler, sondern auch aus der deutschen Rangliste, also aus ganz Deutschland. Also das bestbesetzte Turnier in Bayern. Nach Kempten wird die nächste Station, der BVV Beach Masters 2011, am kommenden Wochenende in Mühldorf sein. Der ESV Kaufbeuren hat für die kommende Saison alle Positionen im Sturm besetzt. Der 23-jährige Mittelstürmer Levi Nelson hat einen Einjahresvertrag unterschrieben. Seit 2008 war der Kanadier Stammspieler in der American Hockey League. Dort wurde er nicht nur weiter in der Offensive ausgebildet, sondern auch in der Defensive. Sowohl ESVK-Manager Klaus Habermann als auch Trainer Ken Latter freuen sich über den Neuzugang. Zusammen mit den anderen Importspielern wird Levi Nelson in der zweiten Augustwoche nach Kaufbeuren kommen. Soweit die Meldungen vom Sport. Nach der Werbung geht's bei uns grenzenlos weiter. Traumhaft reisen mit Arnold, Ihr Reisepartner in Dietmannsried. Ein Energieträger, der mich unabhängig macht von Öl und Gas? Der nachwächst und auch unseren Kindern noch zur Verfügung steht? Pellets, die Energie, die nachwächst. Setzen Sie auf nachhaltige Rohstoffe unserer Heimat und starke Partner aus der Region. Informieren Sie sich www.pellets-solarteam.de. Der FC Memmingen Sporttreff am Mittwoch um 18.15 Uhr mit dem Freundschaftsspiel FC Memmingen gegen FC Augsburg wird Ihnen präsentiert von Mercedes Baumann in Memmingen. Mercedes-Baumann.de. Herzlich willkommen im Europapark. 100 Attraktionen und Shows versprechen abenteuerliche Momente und Familienspaß pur. Spritzige Erfrischung mit den Wasserattraktionen und rasantes Fahrvergnügen in mega coolen Achterbahnen. Wer den Sommer mag, wird den Europapark lieben. Verlängern Sie Ihr Abenteuer und übernachten Sie in einem der 4-Sterne-Erlebnishotels oder im Camp Resort. Europapark, Deutschlands größter Freizeitpark in Rust bei Freiburg. Sie werden begeistert sein. Treffpunkt Freizeit. Geschichten und Berichte aus unserer Heimat. Tourismus und Freizeit. Kultur und Brauchtum. Sehen, was das Allgäu bewegt. Wir sehen uns im Treffpunkt Freizeit.
Angefangen hat alles mit einem Zufall. Vor 8 Jahren wurden der Tag der Jugend und der Tag für Menschen mit Behinderung auf den gleichen Termin gelegt. Unabsichtlich. Die Verantwortlichen verbuchten das gemeinsame Fest aber als Erfolg und deshalb gibt es seitdem alle 2 Jahre einen gemeinsamen Aktionstag. Das Motto beim diesjährigen Fest lautete grenzenlos und deshalb waren auch die Senioren beim Aktionstag am Samstag in Marktoberdorf dabei. Wie es ankam, Melanie Müller und Manfred Fiener berichten. Mit Spaß Grenzen überwinden, das war die Devise der Landkreismeisterschaften im Bowling mit der Wii-Spielkonsole. Sie fanden am Wochenende zum ersten Mal als Teil des Marktoberdorfer Aktionstages statt. 21 Teams, zusammengesetzt aus Jugendlichen, Senioren und Menschen mit Behinderung, traten dabei gegeneinander an. Aber der Titelgewinn war zweitrangig, denn viel wichtiger war an diesem Tag die Kommunikation zwischen den Menschen. Also ich habe das zum ersten Mal gehört im Radio, dass die Seniorenheime so eingeführt haben. Und mir kam dann spontan die Idee, das könnte man doch auch so mit den ganzen Generationen zusammen machen. Also Jung und Alten, das ist ohnehin ein wichtiges Thema im Ostallgäu. Wie kriegen wir die Jungen und die Alten zusammen? Und das Spiel ist eigentlich hervorragend dazu geeignet, weil da sind wir ja, also selbst bis ins hohe Alter, man spielt ja einfach gerne. Und das sieht man jetzt auch ja, hier einfach am Stand so von der Lebensfreude her, die Wii einfach so auch transportiert oder mit sich bringt. An 40 Ständen sorgten die Gruppen für mehr als nur Unterhaltung. So wie hier bei den Marktoberdorfer Bogenschützen sind viele Vereine bemüht, nicht nur Jung und Alt zusammenzuführen. Auch Menschen mit Behinderung können sich bei ihnen aktiv einbringen. Wir sind ein Landkreis. Wir bestehen aus einer Gruppe von Menschen. Die einen sind so, die anderen so, generationsübergreifend mit Behinderung, alt, jung, Männer, Frauen. Und wir wollen einfach sagen, alle sind wir eine Gesellschaft, wir sind alle Ostallgäuer, egal wie. Und deswegen ist der Aktionstag vom Kreisjugendring, von der offenen Behindertenarbeit ein wirkliches Zeichen. Wir sind schon weit gekommen, aber ich glaube, die Grenzen müssen noch mehr abgebaut werden und dazu dient der Tag. Das gelingt besonders durch Aufklärung. Was beispielsweise Menschen mit Behinderung täglich leisten, konnte jeder sehen. Denn auch die Wertachtal-Werkstätten waren in Marktoberdorf mit einem Stand vertreten. Der gemeinsame Aktionstag entstand genau genommen durch einen Zufall. Der Aktionstag läuft schon seit 4 Jahren und es war anfangs ein kleines Missverständnis, weil der Tag der Jugend zusammen geplant worden ist mit einem Tag für Menschen mit Behinderung von der Stadt. Und nachdem wir gemerkt haben, dass der Termin sich überschneidet, haben wir beide Tage zusammengelegt und es ist was ganz Tolles draus geworden. In 4 Jahren ist da jetzt wirklich eine tolle Gemeinschaft draus gewachsen und es ist echt schön. Deshalb soll es auch 2013 wieder einen Aktionstag geben, um noch mehr Leuten zu zeigen, dass man manchmal genauer hinsehen muss, um die vielen Gemeinsamkeiten zu erkennen. Das war TV Allgäu Nachrichten am Montag. Morgen gibt es bei uns wieder eine neue Folge unserer Wirtschaftsreihe. Wir waren bei Sonatec in Ungerhausen zu Gast. Die Firma bietet Schallschutz und Akustikprodukte an, um störende Geräusche zu mindern. Außerdem hat Sebastian Zausch mit der Ärztin Irmgard Harms gesprochen. Sie fliegt für Humedica nach Äthiopien, wo die größte Hungersnot seit Jahren herrscht. Wie sie sich vorbereitet hat und was sie erwartet, dazu morgen mehr bei TV Allgäu Nachrichten. Damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut und bis morgen.